Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren RimWorld Video und ja, wir haben leichte Nahrungsmittelprobleme, die wir hier heute beheben werden. Hoffentlich dann mit den Pilzen hier, aber mal sehen. Auf jeden Fall werden wir heute jagen müssen, wir werden ganz viel Stuff machen müssen, um irgendwie an Essen zu kommen. Der Herd ist schon fertig, die Mahlzeiten werden gemacht und dann werde ich einfach mal hier einen Jäger bestimmen. Habe ich doch gestern schon, oder? Ja, haben wir hier. Und die Yaks haben wir ja auch schon auf die Liste gesetzt. Die sollen ja abgeknallt werden. Genau, hier die Yaks, ne? Der eine ist schon ziemlich angeschlagen. Und der wird dann wahrscheinlich auch bald erlegt. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne auch ein Däumchen da lassen, wenn ihr auf RimWorld steht. Könnt auch gerne ein Abo da lassen. Ich werde das hier auf jeden Fall weitermachen. Ab und zu gibt es kleine Pausen, also wenn ich so einen Run zu Ende habe. Aber so mittendrin höre ich eigentlich nett auf. So, Oh, tut mir leid. Oh, tut mir leid, ich musste gerade niesen, deswegen habe ich mal kurz hier das weggecuttet. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich nur muten, aber naja, egal. So, die haben hier eine Beziehung übrigens. Die haben irgendeine Beziehung, sind sie hier eingegangen. Nicht Pilzpflanze roh gegessen. Genau, die wollen unbedingt Pilze essen, deswegen ist gut, dass wir die hier holen. Gekocht gegessen, genau. Kein Spiritual-Abbot. Naja, wir brauchen so einen spirituellen Typen. Rolle zuweisen. Moralischer Führer. Du bist bei... Die Rolle... Benötigt folgende Bekleidung, Halbkappe und Umhang. Ja, die haben wir ja gerade noch nicht. Also die Rollen scheinen wirklich wichtig zu sein. Ja, Itamu. Ey. Was soll das denn? Aktuell kein Tierpfleger. Ne, genau, kannst du erstmal schlachten hier. Die Ratte ist ja kostenloses Futter gerade. Nein, 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 nein. Ich möchte hier keine Tierleichen haben. Schlimm, oder? Dass sie das da einfach, dass man das automatisch drin hat, ey. So, wir wollen hier Tierleichen haben. Ey, wie schnell die schon dahin gerannt ist. Egal. So, wir wollen jetzt hier ein paar jagen. Die wollen wir jagen. Den Luchs, den müssen wir eigentlich nicht unbedingt jagen. Also, ich sag's mal so, es ist eigentlich nicht sonderlich gut, hier die Pumas jetzt zu killen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen arg. Und irgendwie sind die Tiere mittlerweile scheuer. Früher sind die nicht abgehauen, erst wenn die getroffen wurden. Jetzt hauen die einfach so ab. Das ist richtig assi. Ich meine, es ist realistischer, ist klar, aber es ist auch echt assi. Aber ihr seht, die treffen kaum was. Das haben die so stark verändert. Also das ist wirklich krass, Leute. Das haben natürlich deutlich mehr Probleme, hier an Essen zu kommen. Buyaka, ey. Gut, wegen der Beziehung müssen wir eben kurz gucken, welche jetzt die Beziehung haben. Liebhaber Vladislav. Okay, ach ja, stimmt, wir wollen die Namen noch haben, Leute. Ich habe extra im Hintergrund das aufgemacht. Da. Wollen wir mal gucken hier. Ich muss mal eben kurz auf stumm schalten, sonst ist Kacke. Das sind die, die sich gemeldet haben. Beziehungsweise der Bongobob, den habe ich einfach reingeschrieben, weil er was geschrieben hat. So, einmal haben wir den Bongobob. Ah ne, den können wir eigentlich drinnen lassen, ne? Bongobob hier. So, wen haben wir jetzt? Im Hintergrund werde ich schon mal den ersten benennen. Team Pearly. Also Bongobob haben wir.
Und dann haben wir noch den Piam Pearly. So. Und dann, wen haben wir noch? Wer kommt als nächstes? Oh, der Sephiroth. Den haben wir in Walle 3 noch nicht, ne? Sephiroth hier. Sephiroth, okay. Sehr schön. Übrigens guter Spielegeschmack. Ich fand das Spiel auch toll. So. Zack. Perfekt. Und ja, ich habe gemerkt, viele haben sich gefreut, dass ich wieder RimWorld spiele. Macht mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß, aber die beiden, ne? Ich kann das auch nicht immer durchgängig spielen, deswegen. Also da muss man immer aufpassen, dass man wirklich da Ideologie verbietet es. Ach, die dürfen gar nicht zusammenschlafen. Okay. Das ist krass, oder? Also Ideology verbietet auch Sachen. Du kannst gewisse Dinge nicht tun, wenn du Ideology drin hast. Auch das Jagen ist weitaus schwerer geworden. Und wir haben wirklich gerade einen Überlebenskampf hier. Die wachsen hier wirklich gut und die werden uns auch sehr, sehr viel Essen bringen, aber dauert natürlich. Ne? Wachstumsrate ist dafür aber durchgängig auf fast 100%. Hier 96 teilweise, warum auch immer, da, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber die wachsen gut. Nicht allzu schnell, aber geht schon. Ne, es ist schon okay. Da haben wir immer noch das eine Jack. Der ist auch so gut wie tot, aber ihr seht, ne? Hier. Unglaublich. Die hat immer noch keinen Jack erlegt. Doch, doch, die hat den Jack tot bekommen. Oh mein Gott, und wir haben endlich hier Fleisch. Und zwar nicht gerade wenig. Da freut man sich ja richtig drüber. Ja, fünf. Was? Es gibt. Die Wagen haben eine 100%ige Angriffschance jetzt, wenn man sie angreift. Die greifen 100% zurück an. Also die wehren sich 100%ig. Genau wie die hier 50%. Das ist krass. Das waren, glaube ich, vorher 20% oder 10%. Extrem. Also es ist wirklich sehr viel schwerer geworden. Das hat sich verändert, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass man Waage auch einfach so mal, sorry, abknallen konnte. Die haben sich nicht gewehrt. Nicht 100%ig jedenfalls. 100%ig nicht zu 100%. Da bin ich mir relativ sicher. So, was Ideology angeht, mein erstes Fazit ist sehr positiv. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es ist halt sehr, ja, eine starke Umgewöhnung. Na, ist zu weit weg. Wildschweine. Aber dafür wehren sich die anderen Tiere nicht. Und Überfall die Salamander. Was haben wir denn hier? Einen dicken Elena. Kurzschläfer, eifersüchtig, Misandrie. Misandrie ist nicht so cool. Aber Kochen, Handwerk, Nahkampf. Boah. Ich weiß nicht. Guck mal, den können wir auch so aufteilen hier. Können wir den Nahkämpfer nach vorne packen zum Beispiel. Total cool, oder? Hier, können wir jetzt so schön aufteilen immer. Richtig nice. Warum bist du so langsam? Hat er eine fucking Lebensmittelvergiftung oder was? Ja. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Kämpf! Wie kann man so ein unfähiges... Tut mir leid. Weißt du...
Der lebt sogar noch, oder? Nee, der ist tot. Verdientermaßen. Schnittmesser. Ach ja, stimmt, wir sollten vielleicht mal die Kräutermedizin hier auch einlagern. Hergestellt. Medizin, Kräutermedizin. Na, ist sowieso gleich weg. Ne, weil nicht überdacht. So. Dann wollen wir mal sehen, ne? Wie es jetzt hier so vorangeht. Ja, guckt, ich muss das mit dem Lock irgendwie mal hinkriegen. Aber guckt euch das an. Hier wird gerade ordentlich gekocht, ey. Richtig schön, ne? Endlich wird gekocht. Da wurde nämlich noch ein zweites Jack gejagt. Und ich werde mal eben kurz noch ein bisschen was hier reinmachen. Also man kann jetzt auch sehr, sehr viel jagen ohne Probleme. Wobei, die Esel möchte ich eigentlich nicht. Die Wildschweine kann man auch einfach so. Ja, die haben keine Chance, sich zu wehren. Das ist top. Da können wir die ganzen Wildschweine ausrotten. Und das finde ich ehrlich gesagt einen guten Trade-off. Die anderen Tiere sind mittlerweile gefährlicher. Man kann die nicht mehr so einfach wegmachen. Die Gefahr ist also etwas länger da und man hat ein Risiko dabei. Aber die anderen Tiere sind sehr, sehr viel leichter zu erlegen, weil die sich nicht mehr wehren. Könnte am Schwierigkeitsgrad liegen, aber eigentlich ist das der mittlere. Also da sollte sich nicht so viel tun. Und hier, die Pilze sind auch bald fertig, die Nutri-Fungus. Und da bin ich mal gespannt, wie viel die wirklich geben hier. Weil, ob das dann reicht? Who knows, ne? Keine Ahnung. So, rein von ihrem Skill her, levelt die auf jeden Fall richtig gut. Die ist schon bei 7. Also die kommt richtig schön nach oben. Die Slapbetten sind jetzt auch fertig. Das ist wirklich toll. Dann können wir das nämlich mal eben machen. So, das ist hier das Bett für den Bongo Bob. Und das hier ist dort Bett für den anderen. Für den Seffi, so. Zack. Weil jetzt sind die auch glücklicher, ne? Weil hier auf Plattenbett geschlafen, das finden die richtig geil. Und das macht sie auch gleich glücklicher. Geräumige Umgebung. Ja, von wegen. Aber es hat halt damit zu tun, dass wir diesen Perk haben. Die legen da keinen Wert drauf. Wir können ruhig kleine und völlig schlechte Räume machen. Das ist völlig in Ordnung für die. Dafür haben die halt andere Sachen. Das ist, muss ich sagen, sehr, sehr spannend an Ideology. Dass man ganz andere Prioritäten dann hat. Man muss sich nicht mehr darum kümmern, dass die Räume schön sind. Man kann viel, viel schneller Räume machen für Gefangene und Koka, wobei Gefangene nicht, aber für die Kolonisten meine ich. Das ist sehr viel einfacher. Man hat sehr, sehr viel Platz zur Verfügung oder sehr viel mehr Platz, wo man einfach da viel sparsamer arbeiten kann. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten würde ich hier noch sagen, machen wir das da weg. Weil da möchte ich dann gerne die ganzen anderen Sachen hinbauen, die wir dann haben. Ja, wir brauchen jetzt auch nämlich langsam mal ein bisschen Stuff hier. Wir haben noch ein paar Schieferblöcke, das ist sehr, sehr gut. Die werden wir nämlich auch brauchen. Denn ich möchte hier gerne den Raum hinmachen, wo man arbeiten kann, also wo die arbeiten werden. Kann ungefähr so eine Größe haben, würde ich sagen, für den Anfang. Später soll er noch größer werden. Aber am Anfang geht das schon so fit. Und ja, da bin ich schon mal gespannt, wie es so weitergehen wird hier. Bisher muss ich sagen, auch mein neues Layout von der Kolonie sehr angenehm. Das habe ich mich vorher nicht gemacht. Ich habe vorher immer das Ganze so ein bisschen auseinander gemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Viel zu weit auseinander. Nicht so, dass sie schnell von A nach B kommen. Und das ist nicht gut. Das habe ich mir jetzt abgewöhnt mittlerweile. Wobei das hier hätte man auch ein bisschen näher ran machen können. Das ist auch nicht zu 100% optimal. Aber naja, will ich jetzt nicht alles abreißen. Fürs nächste Mal weiß ich ja Bescheid. Peam Pearly ist schon wieder angepisst.
mal wieder. Ohne Tisch gegessen, ja, das ist dein Problem, nicht meins, da ist ein Tisch. Wir müssen halt ja den Abbot haben, ne, den Spiritual Abbot. Müssen wir relativ schnell auch rankommen, weil minus 5 ist schon nicht so geil. So, aber gucken wir mal eben kurz, dass wir hier... Wobei das hat auch ein bisschen Nachteile, weil man wahrscheinlich denen keine schönen Räume machen kann, was keine passiven Stimmungsboni bringt. Naja, ist auch egal. Wir werden jetzt erstmal was anderes machen müssen, und zwar müssen wir uns darum kümmern, dass die Forschung vorangeht. Weil ich habe jetzt eigentlich schon fast zu lange gewartet. Ich meine, gut, das ist auf dem Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so essentiell, ne? Das ist nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem. Das muss ja nicht sein, eigentlich. Ich habe schöne Neuigkeiten. Ich habe ihn jetzt mittlerweile gefangen genommen hier. Ich hoffe, ich habe das mit aufgenommen, dass die eben gekommen sind. Ich habe gesehen, dass die Aufnahme nicht da war. Auf jeden Fall haben wir hier, falls nicht, ne, ich muss da noch so ein bisschen mit klarkommen, aber ich bin heute auch ein bisschen tüdelig, tut mir leid. Aber war auch nichts Wichtiges eigentlich. Hier sind nur ein paar Leute hingekommen, zwei Stück, Flaula und Zach. Und Zach hat ganz gute Werte eigentlich. Und hat einen gequälten Künstler, was sehr gut zu uns passt, genauso wie Asket. Das ist wirklich ein perfekter Charakter hierfür. Und ich weiß nicht so ganz, warum da 66 sind. Warum da 66 Pilze hingelegt worden sind. Das ist sau viel. Der frisst doch gar nicht so viel. Na, auf jeden Fall, was ich gerade gesehen habe, was ich euch zeigen wollte unbedingt, der kann jetzt rekrutiert oder versklavt werden. Der hat jetzt einen Wille und einen Widerstand. Das heißt, wenn der Wille 0 ist, kann er versklavt werden und für uns als Sklave halt dienen. Oder wenn der Widerstand unten ist, können wir ihn halt zum einen Charakter von uns machen. Finde ich ziemlich cool. Das finde ich ziemlich cool. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Sklavenarbeiter brauchen, der zum Beispiel die ganzen Billo-Arbeiten macht, ja, da wäre das zum Beispiel ganz praktisch. Ansonsten geht es halt wirklich voran. Wir haben mittlerweile die Pilze hier. Super, hier wird gekocht, wir haben Essen, Puma-Jagd, ich wusste es. Ich wusste, dass sowas passiert. Leute, ich hab's geahnt. Nein, nicht, nein. Nein, nein, nein. Der Puma kriegt gerade. Ja, der Puma hat keinen Bock mehr hier. Ist aber auch gut so. Wird der Puma sterben? Der Puma wird in 4 Stunden tot sein. Gut, dann kümmern wir uns um die Verletzten kümmern. Beziehungsweise um Pimper. Der andere wurde nicht verletzt. Das ist wirklich erstaunlich. Ist der ein paar Mal... Ja, hier. Oder? Genau, aber traf nur die Luft. Der hat daneben gehauen, der Puma. Da haben wir nochmal richtig Glück gehabt, ey. So, jetzt müssen wir ihn eben behandeln. Pim Pearly, wenn die da mit der Wunde, ne? Das muss nicht sein. Aktuell kein Arzt. So, schnell behandeln hier. Wir brauchen auch mehr Medizin. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen. Und wir brauchen einen Aufseher. Den haben wir nämlich mittlerweile. Doch, haben wir auch hier, Pim Pearly, eigentlich. Gut, dann bin ich mal gespannt, wann der hier zu uns überläuft. Wir könnten hier auch den noch ein bisschen alles ein bisschen schicker machen, ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Einen kleinen Tisch reinmachen, 2 Stühle, damit er sich da halt hinsetzen kann. Und ja, das ist schon mal ganz gut, denke ich. Nee, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden mit der Entwicklung bisher. Aber man merkt schon Schwierigkeiten, finde ich, mit Ideology so ein bisschen. Also ein paar Sachen sind anders und da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich hoffe, dass ich den Teil mit den Flüchtlingen mit drin habe. Ich habe die dieses Mal nicht scheiße behandelt, ja? Ich wurde immer angemeckert. Ja, Melli, du hast die Flüchtlinge abgeknallt. Da waren alle immer so entsetzt, weil ich die Flüchtlinge immer abknalle. Aber naja, ich habe keinen Bock, dass die mich hintergehen hier.
So, aber ist ja auch egal. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wir haben jetzt genug Essen. Ne? Eigentlich genug, würde ich sagen. Befehle. Ja, einmal bitte hier alles wegholzen. Wir brauchen nämlich ein bisschen Holz hier. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, ist das ein guter Moment, um dieses Video zu beenden. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.